Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn soeben ist die Barbara-Box bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Barbara-Box ist eine Abo-Box, die ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekomme. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Und ja, in diesem Video darf ich auch eine Barbara-Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür... Professionalität wird bei mir ganz groß geschrieben. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und jetzt würden wir einfach mal sagen, wir merken doch alle, wie aufgeregt ich bin. Denn sie ist rosa und ich möchte gucken, was drin ist, oder? Ich finde sie so schon mal optisch richtig cool. Das ist, ach, ich mag das. Die kommt ja immer wieder in verschiedenen Farben. Ist aber vom Design her immer gleich und es ist eine richtig große Box. Die erscheint alle 2 Monate, kostet zwischen 25 und 30 Euro, je nachdem, welche Aboform du wählst. Und ja, ich bin sehr gespannt. Du bekommst auch immer mit der Box die Zeitschrift Barbara mit. Das ist jetzt die Nummer 45. Das ist ja die Zeitschrift von der Barbara Schöneberger. Und die Box ist auch tatsächlich von dieser Zeitschrift und von der Frau inspiriert. Und die kostet, glaube ich, 4,50. Oder was kostet die? Wo sind wir denn? Da, 4,50, jo. Und das ist die Zeitschrift von Mai. Noch sind wir ja im April tatsächlich. Heute ist der 25. April. Das heißt, wir gehen in die Zukunft mit dieser Zeitschrift. Und hier haben wir auch eine Produktprobe von L'Oreal Revitalift Serum mit dabei. Ich stehe drauf, wenn da Proben drin sind. Und geil, das La Vie est Belle Intensement. Ich mag das La Vie est Belle von Lancôme total gerne. Jetzt möchte ich mal einmal kurz dieses Parfüm ausprobieren. Das ist halt so eine Parfümprobe. Und das riecht voll schön. Das hat so einen Rosentouch mit dabei. Huch, hier kommt schon ein bisschen Kurbelpapier raus. Denn ja, so sieht das Ganze dann aus. Du hast das Seidenpapier, du hast hier so ein Seidenschleifchen. Huch, ja moin. Und dann öffnen wir einmal das Seidenschleifchen. Wir riechen aber trotzdem mal dran. Es riecht leider nach nichts. Manchmal hast du so schöne Düfte, die da rauskommen. Das machen die irgendwie in letzter Zeit nicht mehr. Also, dass da irgendwelche Produkte drin sind, die auch nach irgendwas riechen. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box, beziehungsweise aufs wundervolle Krümmelpapier und das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ein Hoch auf mich ist das Motto von der Box. Aha. Me-Time, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Ein Hoch auf mich. Mit der Barbara-Box haben sie dafür schon den ersten Schritt getan und sich alle 2 Monate ein Geschenk für sich selbst gemacht. Gründe für eine Me-Time gibt es ausreichend. Außerdem kann man endlich mal tun und lassen, was man will. Wie wäre es mit einem Verwöhnprogramm im eigenen Homespa? Schnappen Sie sich Ihre Barbara-Box Mensch, und testen Sie sich einen ganzen Tag lang durch die großartigen Produkte. Viel Spaß beim Entdecken und Ihrer Me-Time, Ihre Barbara Schöneberger. Ja, cool. Bin ich sehr gespannt. Hier sind auch die Produkte abgebildet mit Preisen und so weiter. Ja. Ne? Ein Hoch auf mich. Schön. Das ist ein tolles Motto. Ja, jetzt hat man auch ein bisschen Zeit, um sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ne? Ja. Womit soll ich denn Zeit für mich nehmen? Fangen wir an mit der Sebamed Pro belebenden Augencreme. Sie verleiht ein frisches Aussehen, mindert Augenfalten mit probiotischem Pflegekomplex. Das ist diese hier. Augencremes habe ich jetzt mittlerweile ganz schön viele da, aber Sebamed ist eine Marke, die ich grundsätzlich für meine Mama zur Seite lege und das wird sie auch bekommen. Verleiht müde erscheinenden Augen wieder ein frisches Aussehen, trägt sichtbar zur Minderung von Falten in der Augenpartie bei, stärkt nachweislich bei die Hautschutzbarriere. Ja, da haben wir ein kleines Produktchen mit 15 ml, ist aber auch eine übliche Größe, ne, von der Augencreme und das machst du dir halt ganz normal wie eine Augencreme. Morgens und abends unter die Augen, taper, taper. Ich taper mir das auch hier oben immer so ein bisschen ein, denn hey, da habe ich auch Falten und ja, hilft. Finde ich gut. Das bekommt meine Mom. Ist ja bald Muttertag, da müssen wir auch dran denken. Oha, sehr schön. Rival de Loop Intense Eyeliner in der Farbe Black und der ist mit Anspitzer. Ja, das ist doch schon mal ganz praktisch. Eyeliner verwende ich ganz gerne im Alltag und das ist so einer zum Hochdrehen. Das finde ich auch schön und ja, gucken wir mal, wie schwarz der dann so ist. Ja, fein kannst du damit dann nicht malen, aber der ist schon schön schwarz. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Das dann hier oben, dann hofft man einfach mal, dass er nicht abstempelt, aber wird auf jeden Fall mit getestet, sobald mein nächster leer ist, sage ich mal, ne? Dann habe ich hier etwas zu essen. Essen ist gut. Vanilla Cock Chip. Ein Cashew and Oat Cookie von Organic Vegan Cookie Cat. Okay, cool.
Eine Cookie Cat. Interessant. Übrigens, ich habe das Parfüm nirgendwo hingesprüht. Es liegt hier nur neben mir und es riecht einfach gerade so irre geil hier. Ich stehe drauf. Okay, das ist mit, es ist ein veganer Bio-Keks mit Schokoladenstückchen und Vanille. Voll meins. Ja, probieren wir den mal. Oh, der sieht aber auch schon. Das ist ein Keks, Leute. Wow. Oh, riecht der gut. Der riecht richtig gut. Mm. Bon Appetit. Der ist sehr weich. Sehr viel Kokos drin. Ich mag Kokos, aber Kokos ist nicht was für jedermann zum Essen, ne? Werde ich auf jeden Fall gleich auch essen. Being by Sanctuary Spa. Chili, Mango and Tonka Bean Body Lotion. 300 ml. Erstmal geil. Pumpflasche. Design 1A. Tonkabohne finde ich auch cool. Aber Chili, wow. Mango, auch cool. Chili. Sehr fest. Riecht wirklich nach Mango. Also sehr, sehr geil für mich. Also ich mag sowas, ne? Oh, die kannst du gut. Kannst du gut. Die weißelt nicht. Oh. Die wird gleich in mein Badezimmer wandern. Denn ich habe aktuell eine im Badezimmer stehen, wo ich mich echt zwingen muss, die aufzubrauchen, weil die so krass weißelt. Das macht mich wahnsinnig und das macht die hier null. Oh. Richtig gut. Aber von Chili kriegst du da nichts mit. Und von der Tonkabohne auch nicht. Aber Mango auf jeden Fall riecht unheimlich gut und pflegt die Haut auch ganz gut. Man hat da so einen leichten Glow. Sieht man das? Sieht gepflegt aus und ist auch wirklich schnell eingezogen. Ganz, ganz klasse. Das gefällt mir. Toll. Be Natural. 100% natürlich mit Bienenwachs, einen Lippenbalsam und Strawberry. Sehr geil. Es ist ja auch bald Erdbeerzeit oder es ist aktuell Erdbeerzeit. Und da haben wir jetzt einen Erdbeer-Lippenbalsam. Richtig cool. Der ist natürlich noch zu, aber wir können hier sehen, dass er keine Färbung hat. Das heißt, du hast da keine Farbstoffe wahrscheinlich auch so mit drin. Ne? Das ist dann halt einfach mit Strawberry-Geschmack oder so. Weiß ich nicht. 100% natürlich und das pflegt die Lippen. Finde ich cool. Oh ja, Sculpt and Contour Cream Bronzer von Lord & Barry. Lord & Barry ist eine Marke, die habe ich auch durch die Abo-Boxen kennengelernt. Ich glaube, in meiner allerersten Box, die ich jemals hatte, war auch ein Produkt von Lord & Barry mit drin. Oh ja, okay, das ist ein Creme-Produkt. Das heißt, den trägt man sich am besten mit einem Stippling-Brush auf. Und das ist die Farbe Biscuit. Das muss ich aber testen. Das finde ich spannend. Ich hoffe, dass es nicht zu rot sein wird, denn im Fändchen sieht er doch etwas dunkel aus. Also ich würde wirklich empfehlen, das dann mit so einem Stippling-Brush aufzutragen. Weil ansonsten wird es wahrscheinlich auch zu intensiv werden. Boah, krass. Aber jetzt so zur Sommerzeit oder zur Frühlingszeit ist es eigentlich die perfekte Zeit, um Cremeprodukte zu verwenden. Und da traue ich mich jetzt auch mehr und mehr ran. Muss ich wirklich zugeben. Und dann geht man, also entweder, ja, also man geht da mit dem Stippling Brush so rein und meistens kann man sich das dann so an der Hand abbatschen oder wie auch immer. Und dann kann man sich das so auftragen. Ja, das sollte man definitiv vorher an der Hand abbatschen. Und dann kann man das entsprechend einarbeiten und im Gesicht verteilen und damit das Gesicht aufwärmen. Und das ist eine schöne Farbe, wenn ich das so sehe. Die ist nicht so intensiv, aber die ist sichtbar. Ich glaube, das wird richtig gut. Kommt auf jeden Fall in meine Box für die bald zu testenden Produkte. Denn da mache ich ja auch immer wieder Videos von. Das gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Schön, hat sich schön ausblenden lassen. Und wenn du da noch wirklich eine Foundation und so weiter drunter hast, dann lässt sich das ja noch mehr ausblenden, also noch besser. Gefällt mir. Das ist klasse. Das ist echt wie Ostern hier. Nein. Die Barbara Box hat auch manchmal echt den Schalk im Nacken sitzen, Leute, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in die Kamera zeigen darf. Wie geil ist das denn? Mhm. Also, wir sind ja alle schon, weiß ich nicht, erwachsen. Ich muss trotzdem drüber lachen. Billy Boy, Sinn, Skin, Feel Everything, Hautnah, ein latexfreies Kondom, alles spüren für ultrasinnliche Momente. Und da ist ja nicht nur eins drin, da sind ja 10 drin oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das in einem wunderschönen Organza-Säckchen. Ich feiere das. Ich find's super. Cool, echt.
Ja, läuft, ne? Ist immer wichtig. Scharf, ey. Okay, dann haben wir hier The Beauty Mask Company Hyaluron. Tuchmaske mit Hyaluron-Effekt für anspruchsvolle Haut. Finde ich geil. Ich mag diese Masken von The Beauty Mask Company ganz gerne. Die sind wirklich anschmiegsam und die passen auch auf mein Gesicht ganz gut. Also dementsprechend finde ich das toll. Cool. Geil. Das sind echt witzige Menschen hier. Dann habe ich hier Tony's Chocolonelies. Das finde ich gut. Ich mag diese Schokolade von denen richtig gerne. Das ist Vollmilchschokolade mit Haselnuss. Oh, ich weiß ganz genau, wer sich darüber stürzen wird, und zwar mein Freund. Gut bei dieser Schokolade ist, dass es eine Schokolade ist, die auch so spendet. Also du isst und tust dabei Gutes, und das finde ich sehr, sehr charmant. Hallo, ich bin Tony's Chocolonely. Mich gibt es, um der Sklaverei in der Schokoladenindustrie ein Ende zu setzen. Meine Mission ist es, die hundertprozentig sklavenfreie Herstellung von Schokolade zur Norm zu machen. Zusammen mit dir. Auf geht's. Gemeinsam machen wir Schokolade 100% sklavenfrei. Bist du dabei? Erfahre mehr auf der Innenseite dieser Verpackung. Mega cool. Als ich die das erste Mal in den Händen gehalten hatte, war ich total perplex, weil ich niemals damit gerechnet habe, dass es überhaupt noch sowas wie Sklaverei in der Welt gibt. Also, ne? Das hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe auch gesehen, dass man die im Rewe bei uns auch kaufen kann. Finde ich extrem gut. Habe ich auch schon dort gekauft. Ich hatte die auch schon mal mit Brezel, ich hatte die schon mal mit Karamell und jetzt habe ich die mit Haselnuss, und das finde ich echt klasse. Ich mag Haselnuss sehr, sehr gerne. Aber die bekommt mein Freund. Den hat der, ja, ne? Der soll ja auch was davon haben, dass ich hier die ganze Zeit in meinem Zimmer sitze, während er draußen am Teich sauber machen ist oder so. Super Aufgabenverteilung übrigens bei uns, ne? Genau. Okay, ja, das war's tatsächlich schon. Sonst ist da echt immer mehr drin, ne? Das war jetzt ein bisschen wenig. Also entweder ist das hier ein super teures Produkt oder ich weiß nicht. Ja gut, der Lord & Barry ist ziemlich hochpreisig. Hier hätte noch eine Glasnagelfeile mit drin sein sollen. Okay, Moment. Ja, deswegen sollte man immer mal wieder das Heftchen nochmal durchgucken, weil ansonsten gehen dann so kleine Produkte unter, die inmitten von diesem Krüppelpapier drin sind. Ha, hier ist noch eine Glasnagelfeile von der Barbara Box mit drin. Finde ich richtig klasse, denn ich wollte mir letztens eine kaufen und jetzt habe ich eine. Das finde ich praktisch und die ist halt in einem passenden Case drin. Finde ich gut. Cool, yay! Trotzdem finde ich aber, dass das irgendwie ein bisschen wenig ist, denn es war mal ein bisschen mehr in der Barbara Box. Und ja, mit dem Bronzer hast du ja auch im Prinzip den Wert der Box oder den Preis der Box schon wieder raus, aber ha, ne, dann wären die anderen Produkte ja on top, aber ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare rein. Aber ich weiß nicht, irgendwie, auch wenn man sich das so anschaut, ne, also das sind dann halt die Produkte, die in der Box drin waren, das war mal mehr irgendwie gefühlt. Ist das Jammern auf hohem Niveau? Ich glaube schon. Aber trotzdem hat mir der Inhalt gefallen. Also ich hatte Spaß beim Unboxing, ich werde Spaß beim Ausprobieren der Produkte haben. Wir haben jetzt 2 Food-Artikel mit da drin. Für mich nicht schlimm, denn ich mag gerne Food. Ne? Ich esse auch gerne und ich nasche gerne. Aber irgendwie fehlt da doch so ein bisschen das eine oder andere. Aber der Lord & Barry Bronzer ist für mich auf jeden Fall das extreme Highlight von dieser Box. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!